Ich weiß nicht, ob das so cool ist, da Kacke zu verbrennen, wo wir essen. Das ist vegetarische Kacke. Hörst du mal auf, alle zu unterrichten, es nervt. Widerlich. Peter bleibt das Lachen im Halse stecken. Da haben wir wieder gelacht. Bitte, Peter, provozier mich einfach nicht. Dies und vieles mehr jetzt in Folge 13 mit mir und meinem Ringlicht. Ich bin noch nie so über meinen Schatten gesprungen wie hier heute bei dieser Prüfung. Hier. Vier Sterne. Ja. Woo! Woo! Ich bin auch so dankbar, dass er erkannt hat, dass ich den letzten Sprung machen wollte. Da nochmal vielen Dank. Das war krass. Du machst es. Es ist deine Prüfung. Also nochmals herzlichen Glückwunsch an euch zwei. Ihr habt es ganz toll gemacht. Und ich finde es super, dass Manuel den letzten Sprung machen hat können. Erik hat es wirklich gemerkt. Und muss man sagen, ganz toll. Ihr zwei. Das war für mich so ein Befreiungserfolg, so ein Befreiungsschlag zu springen. Um vielleicht auch etwas im Körper loszulassen, was vielleicht hier und da noch klemmte. Das fing ja an von Hänseleien bis zur Erniedrigung. Sei es, du bist zu feminin, du bist zu tuckig, du bist zu schwuchtelig und, weil du nur auf dem CSD dann immer diese High Heels trägst, ach, das ist der wieder und so weiter, ja. Ich habe mir das selbst bewiesen, dass ich viel mehr bin. Ich bin heute Manuel gewesen. Und alle sollen es hören. Absolut. Jetzt musst du dir gar nicht mehr die Flügel ankleben. Du hast die jetzt selber. Ich habe die. Genau. Imaginäre Flügel. Das hast du jetzt aber schön gesagt, Erik. Dann habe ich irgendwie, warum auch immer, so Gänsehaut bekommen. Weil ich habe irgendwas gespürt, habe mich umgedreht und gesehen, so, Manuel steht so in der Ecke und ich habe in seinen Augen gesehen, so, nee, das ist seine Prüfung. Der hatte plötzlich so eine andere Energie und ich habe gemerkt, ich habe fast schon seine Gedanken laut hören können, die sagen so, wieder traue ich mich nicht zu sagen, dass ich es machen will. Sehr gut erkannt, Erik. Ja, wir sind wieder da. Scheiße, jetzt muss ich neue Socken kriegen. Hat er gekappt? Aber einen Riesenkackhaufen von oben. Ich brauche auf jeden Fall neue Socken. Jetzt ist aber echt der Moment gekommen. Kacke. Und es riecht wie Menschenkacke. Ich weiß nicht, ob das so cool ist, da Kacke zu verbrennen, wo wir Essen machen. Das wäre schon geiler, wenn es in die Toilette geht. Es ist ein kleines Tröpfchen, es ist vegetarische Kacke. Es ist doch egal. Kacke ist Kacke. Meine Kacke ist auch vegetarisch. Also bitte. Vor allem, das stinkt. Nein, es stinkt nicht. Na klar stinkt es. Ich habe alles voll gehabt. Es stinkt nicht. Ich finde, es stinkt, Anushka. Na gut, dann stinkt's. Und Kacke, das wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, das in die Toilette zu stecken. Echt nicht. Hörst du mal auf, alle zu unterrichten, es nervt. Ach, ich bitte dich. Bin ich jetzt auch Oberlehrerin, Anushka? Du hast was von der Oberlehrerin. Ja. Habe ich auch immer gesagt, dass du sehr intelligent bist und dein Wissen teilen kannst. Ja. Das ist doch alles okay. Ja, ja. Oberlehrerin Linda, hört sich schon cool an, aber passt zu ihr. Regt sich wieder auf, weil Anushka die Kacke ins Feuer schmeißt. Naja, so ganz appetitlich ist es ja auch nicht. Scheiße. Und Peter schmeißt seinen Becher gleich hinterher. Da haben wir wieder gelacht. Bitte, Peter, provozier mich einfach nicht. Da sagt die Missprovoziererin Nummer 1. Wirklich? Ich hab doch damit gelacht. Für mich habe ich das gesagt. Ja, du provozierst gerade ein bisschen extra. Du stichelst gerade. Ich darf doch lachen. Das ist nicht nötig. Diesen Kampf, den kann ich auch austragen. Das glaube mir mal. Den verlierst du. Ach, Schätzchen, den gewinne ich. Glaub mir das mal. Den gewinne ich mit links. Den gewinne ich mit links. Sag mal, wie arrogant bist du eigentlich, Linda? Arrogant, respektlos, unverschämt. Unterste Gürtellinie. Ey, schlimm. Also wirklich, ich bin nicht derb die Person, die man ansticheln sollte. Wenn du Bock drauf hast. Ich verstehe jetzt gar nichts, was? Ich bin nicht die Person, bei der man das machen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann tragen wir das. Sprichst du mit mir? Ja, mit dir spreche ich. Da musst du St. Peter vorher, dann weiß ich, dass du mich meinst. Ist mir scheißegal. Du kannst auch für mich der Manfred sein. Mir wirklich egal. Aber wenn du das wirklich machen möchtest. Zweiter Name ist Helmut. Und wenn wir da hingehen sollen.
Schätzchen, let's go. Wir gehen dahin. Ich habe damit gar kein Problem, aber versuch's nicht bei mir. Echt nicht. Ich bin der falsche Baum, den du da gerade versuchst anzupinkeln, Peter. Jetzt fängt die respektlose Person schon wieder an zu diskutieren. Sie hört einfach nicht auf. Ich kann Respektlosigkeit einfach, egal wem gegenüber, nicht leiden. Ich weine, wenn ich dich sehe. Ja. Mich ekelst du da nicht raus. Ja, schön für dich. Wenigstens bin ich kritikfähig. Und rausekeln? Ja, das haben die Zuschauer schon, die Linda. Mach dir keinen Kopf, Peter. Es wird bald ruhiger, chilliger, angenehmer. Wie meine Schwester. Vielleicht sind wir ja verwandt. Wir haben sie mittlerweile super im Griff. Ich weiß nicht, was du mir damit sagen willst, Peter. Du ekelst mich nicht raus. Ich werde den Kampf gewinnen. Dass wir uns gut verstehen. Doch super. Prima, versteht ihr euch. Du bist 28? 27. Willst du mal Kinder? Ja. Das sind aber auch alles Dinge, die du schon weißt. Und Anushka, sei mir gerade nicht böse. Bitte, nimm's auch jetzt auch nicht böse. Aber ich kann mich noch nicht so auf Smalltalk-Level mit dir unterhalten. Anushka, wirklich? Wie kannst du jetzt die Linda wieder ansprechen? Okay. Ich habe nicht vergessen, was du gestern gesagt hast. Ich lasse mich nicht von einer unerzogenen Göre ständig therapieren hier. Es reicht. Was kannst du eigentlich richtig? Gibt's irgendetwas, das du richtig kannst? Linda, ganz kurz, ohne dass du jetzt laut wirst. Ich war gestern sehr wütend und wenn ich gesagt habe, was kannst du schon, damit meinte ich eigentlich, dass du keine Bescheidenheit hast. Ich war einfach wütend und damit meinte ich eigentlich, was hast du schon geleistet? Anushka, geleistet? Oh mein Gott, sie war bei Bachelor. Ich finde, du bist manchmal nicht bescheiden genug. Das wollte ich nicht verletzen, wirklich nicht. Und was ist der dumme Göre? Unerzogen. Bist du manchmal. Dumme Göre. Nicht dumm. Anushka, merke, nur Linda darf so mit Menschen umgehen. Du darfst nichts sagen, nichts fragen, am besten Fresse halten. Nee, weil dumm habe ich wirklich nie gesagt. Ist doch jetzt egal, das bringt uns nicht weiter. Lass mich doch. Richtig, Harald, weil die Linda den Kampf über gewinnt, laut Linda. Anushka ist ja provokant und ist auch ganz schön frech und manchmal auch sehr unverschämt. Hört, sowas aus Lindas Munde. Oder spricht sie vielleicht von sich selbst? Ist ein ganz tolles Mädchen. Es ist einfach nur diese Intensität und dann, dass alle zusammen gegen mich waren und ich konnte einfach nicht mehr. Und du könntest meine Tochter sein und ich möchte dich dann immer gerne erziehen. Meine Süße, es tut mir leid. Alles gut, es tut mir auch leid. Okay. Es fällt mir schwer, weißt du, mir von jemandem, der so viel jünger ist, ständig, auch wenn du mit vielem Recht hast, so über den Mund fahren zu lassen. Kann ich verstehen. Ich weiß, dass es ein Defizit auch manchmal von mir sein kann. Deswegen tut es mir auch leid. Alles gut. Ich bin so erleichtert jetzt. Ich auch. Okay, meine Süße. Was ist denn jetzt in der Nuschka-Gefahr? Wenn ich im Hotel ankomme, nehme ich erstmal die Rest von der Haarfarbe. Und wenn ich dann zurück bin, dann muss erstmal der Arzt inspizieren, was da verrutscht ist. Ich finde das ganz gut, dass das jetzt alles durch das Abschwellen. Du siehst viel besser aus. Wusste ich nicht. Doch, die Jawline lasse ich noch mal ein bisschen kontrollieren. Okay, das sieht keiner. Ja. Aber den Rest des Gesichts lass du mal so. Und das war also einmal Fett absaugen, Zähne machen, komplette Zähne alle, Augenlider straffen. Dann habe ich 3 Ultralifts machen lassen, also Lifting ohne Schneiden mit so Laser. Dann habe ich die Jawline unterspritzen lassen. Seit 26 Jahren mache ich Unterspritzungen mit Hyaluron und Botox. Das findet ungefähr jeweils 3-mal im Jahr statt. Also kann man ja zusammenzählen, was da zusammenkommt. Dann habe ich mir die ganzen die Kopfhaare tätowieren lassen, die Barthaare tätowieren lassen, die Lippen tätowieren lassen, Lidschatten permanent tätowieren lassen. Also da kommt schon etwas zusammen, ja? Findest du, die Lippen sind ein bisschen klein? Nein, die sind nicht so klein, die sind perfekt. Na, findest du nicht? Nein. Ja, doch, ein bisschen klein sind die schon. Oh mein Gott, Harald, die Lippen, oh Gott, die sind zu klein. Nein, niemals, sind eher zu groß. Nee. Sun to go. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es so schnell geht. Da hättest du dich vielleicht etwas anders benehmen sollen. Ja, Anushka, die hat jetzt die anderen Mädels alle rausgekickt. Tja, Anushka weiß halt wie. Wenn das alles nicht on cam wäre und sie schon längst mit dir ins Gericht gegangen wäre. Hä, das verstehe ich jetzt absolut nicht. Warum sollen die mit Harald ins Gericht gehen? Einfach nur aus dem Grund, weil du ihn gefährlich werden könntest. Das wäre auch der größte Fehler, den sie machen könnten. Mhm. Weil das schlägt sofort gegen sie zurück. Auch bei den Zuschauern.
Also sie trauen sich nicht so richtig. Sie würden gerne Revolution anzetteln, aber sie trauen sich nicht. Mhm. Ja. Während ich im Camp war, hatte ich sehr viel Zeit nachzudenken. Ich glaube einfach, dass es wichtig war, dass ich auf Menschen treffe mit starken Charakteren auf einem Haufen, sodass ich besser reflektieren konnte, was bei anderen eventuell nicht stimmt und was bei mir nicht stimmt. Ich denke eher, du hast geschaut, was bei anderen nicht stimmt. Ich wünsche dir, dass du viel gelernt hast daraus. Hoffen wir es mal. Dinge, die ich echt vermisst habe, Duschen, Spa-Treatment habe ich sowieso nicht so oft. Ja, also es ist wirklich so eine Eingliederung in die Gesellschaft, hat schon seine Vorteile. Die Dusche gehört nur mir. Du stinkst. Das ist mal eine tolle Begrüßung. Du stinkst? Hä? Ich habe gedacht, die hat geduscht vorher. Jetzt wird Anushka sehr sentimental. Sie erzählt nämlich ihre Geschichte von ihrem Papa, ihrer Stiefmama und so weiter. Mein Vater und Romy hatten ja mehrere Filme zusammen gedreht. Und Romy, weil wir hatten schon ein Haus in Saint-Tropez, ein kleines, bescheidenes Haus. Und dann hat Romy auch ein Haus in Saint-Tropez gekauft. Und dort in dieser ganzen Konstellation war dann auch Gunter Sachs und der Mario Adolf, der sich dann in die Monique verliebt hat, in die beste Freundin von Brigitte Bardot. Das ist so ein totaler Klüngel. Mein Papa, Paul Hubschmidt, ist ja mein Adoptivvater. Ich habe den erst kennengelernt, als ich 2 war. Und ich nannte den die ersten Jahre nur Onkel Paul Hubschmidt. Also ich habe ihn immer angehimmelt und bewundert. Wie alt ist er geworden, Papa? 84. Er hatte eine neue Frau nach meiner Mutter und es war ein richtiger Besen. Ein böses Weib, wirklich. Die hat meinen Halbbruder und mich gehasst, ohne Grund. War neidisch, hasserfüllt, hat uns ausgegrenzt. Er hat halt meinen Halbbruder Peter und mich nicht verteidigt gegen wirklich schlimme Behauptungen und Anfeindungen. Und er kam nicht gegen sie an. Jetzt wissen wir auch etwas aus dem Leben von Anushka und vielleicht können wir sie dann auch etwas besser verstehen, wie sie auf manches reagiert oder was sie getriggert hat. Mein Vater war sehr krank am Ende. Oh, jetzt hat er gehabt. Parkinson, viele Jahre. Oh, ist wieder wohl mit. Und er war völlig unter ihrer Fuchtel, weißt du. Er war ja von ihr abhängig, nicht finanziell, er hat finanziert, aber komplett von ihr abhängig. Und er hat sich nicht mehr getraut, auf uns zuzugehen. Und dann rief er mich an, wenn sie nicht da war. Nicht schön. Aber ich weiß, dass er mich geliebt hat. Gelitten wie ein Hund. Aber was mich halt bis heute belastet, was meinen Vater betrifft, ist, dass ich mich mit ihm die letzten Jahre gar nicht mehr aussprechen konnte. Schade, dass wir alle nicht im entscheidenden Moment uns einfach alle im Arm halten können und uns lieb haben können. Und also wie gesagt, man muss die Sachen klären, solange man lebt, mit den Menschen, die man liebt. Und nicht gefangen bleiben in irgendwelchen Befindlichkeiten. Das tut mir wirklich leid, Anushka, da hast du vollkommen recht. Meine Mutter hat Demenz und ich kann leider auch nichts mehr mit ihr klären. Das tut mir auch im Herzen wirklich weh. Wollen wir die Einteilung machen? Die mache ich. Macht der Koch, hat es nicht gelernt von der Köchin die Tage. Irgendwie sieht es so aus, der wo die Rolle vom Küchenchef übernimmt, lässt sich nicht reinreden. Wir können heute Mittag gerne, wenn ihr wollt, ein Reis machen und mehr Bohnen. Ja. Gute Idee. Und heute Abend den restlichen Reis. Wollen wir das nicht mit dem Bohnen machen, wie wir es immer machen? Wie immer machen. Das einreichen? Ja, das ist ja nicht, ich koche, ja. Ich habe ja nichts gesagt. Ich habe nur, man darf aber auch Ratschläge geben. Willst du kochen? Nee, ich will nicht kochen, aber man darf doch was dazugeben. Aber ich bin ja nicht fertig, ja? Finde ich halt immer schade, dass dann nie jemanden zu Wort kommen lässt und dass seine Meinung immer Gewicht hat und unsere Meinung nicht. Natürlich kochen wir die auf einmal, aber es ist die Frage, wie viel wir da essen davon. Ja, aber ich darf doch auch meinen Tipp geben. Ja, klar. Weil da wird mir nicht zugehört, wenn ich mal was sage. Doch. Ja, er hat auch immer Diskussion mit der Linda gehabt. Nee, überhaupt nicht. Ich hab sie doch in Ruhe gelassen. Hat sie ja ein paar Mal gesagt, lass mich jetzt. Und lass mich ja noch nicht mal ausreden. Harald fragt nach, wie sie es machen sollen, aber dann darf keiner was sagen. Der Harald lässt niemandem die Möglichkeit, auch nur 2 Sekunden zu reflektieren oder ein falsches Wort zu sagen und dann zu sagen, ach nein, ich habe mich geirrt. Schon kriegt man einen drüber. Ich bin ja per se der Teamchef und der Küchenchef. Also, ja, mehr Macht geht ja hier nicht mehr jetzt, ja. Naja, Harald ist halt der Star. So, Leute, und jetzt geht's zur Prüfung und zwar mit Peter und Philipp. Nein, Philipp. Ah, ne, nichts Gutes. Boah, Alter. Ah. Hab ich erschrocken. Verkehrtes Publikum, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir spielen 6 Runden. 6 Sterne, ne? Ist klar. Pro Runde stellen wir euch 6 Fragen, die ihr abwechselnd
beantworten müsst. Ne? Für die Beantwortung habt ihr jeweils 5 Sekunden Zeit. Solltet ihr falsch oder zu langsam antworten, dann ist der Stern noch nicht ganz weg, sondern die Person, die falsch geantwortet hat, kann ihn sich, ich sag mal, ertrinken. Das ist pürierter Schlammfisch. In Pisa. Genau, das war richtig. Ja, schnell, sag. 2012. Paul Janke. Ist richtig. Oh, geil. Zählt noch. Braun. Ist richtig. 180 Minuten. Ja, ist richtig. Oh, die kleine. Und der Monika. Zeit ist vorbei. Es war falsch. Länger war das Erdbeersaft. Sehr gut. Super. Sehr gut. Wunderbar. Ja, ein kleines Bäuerchen kann man schon mal machen. Nach was hast du geschmeckt? Ausgekotzter Fisch. Wirklich gut gemacht, Peter. Da darf natürlich das Bäuerchen hinterher nicht fehlen. Pürierte Wasserbockhoden. Durch die Nacht. Richtig. Rom. Richtig. Gut. Wie? Mit? Ja. Soll ich das übersetzen? Ja. Wood. Wood, das heißt wie würdest du es denn? Wie würdest du es denn schreiben? Es kann ja sein, dass es nur an der Aussprache habe. Wie würdest du es denn schreiben? Ja. W-I? Ja. T. Ja. Genau so hast du es auch ausgesprochen. Das ja. W-I-T-H, with. Aber wir wissen ja, du sprichst... Wood. Ah, ich wurde sogar warnen. Nein. Ja. Nein. Oh, Philipp, wegen dem Haar. Ja. Nächste Runde. Gut gemacht, Peter. Hat sich gerade noch im Zaum gehalten vom Würgen her. Und jetzt kommt das 6. Getränk. Da sind aber viele Proteine drin. Das tut euch gut. Viech gezapftes. Das sind pürierte Grillen, Mehlwürmer und Maden. Ihh, pfui Teufel. Überleg. Was weißt du? Schnell. Ja, den Rapper habe ich. Wir finden es ja. Ja, Zeit ist auch vorbei. Ja. Oh, Peter, ey. Okay, da ey. Ja. Alle mal. War das schlimmer als das erste? Wie eingeschlafene Füße. Oh, okay. Aber alte. Also hatten wir ausgekotzten Fisch und eingeschlafene Füße. Pürierter Bullenanus. München. Berlin. Nein! Ja. Ah, ich bin so doof. Wie komme ich auf München? Ich habe was ganz anderes im Kopf gehabt. Du musst es nicht trinken. Doch. Und wenn du sagst, du bist doof, dann kann man sagen, doof, aber tapfer, weil du trinkst das jetzt. Aber ich bin so doof. Nein, aber tapfer. Wie komme ich auf München? Das wusste ich wirklich. Ich komme auf München. Wo kommt das Allgemeinwissen, Mann? Ich glaube, man muss gleich wieder würgen, Sonja. Das finde ich nicht schön. Ich schaue nicht hin. Da ist leider noch ein bisschen drin. Noch ein bisschen. Leider muss alles rein. Leider. Ja. Doch. Ja. Ich hab doch gesagt, er muss mögen. Da ist noch ein Schluck drin. Ich muss hier leider. Ja, ich werde hier auch. Ja. So. Okay. Ja. Ja. Trink Wasser. Trink Wasser. Mit dem Mund. Und gleich mit der Hoffnung. Sorry, Leute, ich muss da wirklich so lachen. Es ist ja nicht zum Lachen, wenn er würgen muss. Aber das sieht so witzig aus bei Philipp. Wie komme ich auf München? Ja, trotzdem schon 4 Sterne. Darüber kannst du dich vielleicht freuen, oder? Oh, nicht über meine Dummheit, aber. Da wollte ich einfach meine Mutter stolz machen und jetzt sowas. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Augapfelschorle. Und die Lassung? Nein! Nein, das Mann. Wie heißt die Erde? Die Erde. Nein, das ist. Wie heißt es? Ich dachte auch Erde. Galaxie, Mann! Die Milchstraße! Ach Gott, Leute, ich bin auch dumm. Ich hätte auch Universum gesagt. Du bist krass, Peter. Kann man das mit Berlin-München rausschneiden? Nee, das kommt echt dumm rüber. Ich glaube, ich kann. Ja, wir können mal gucken, ob das irgendwie geht. Wir reden mal mit den Leuten von RTL. Ja. Penis Grigio. Sama. Nö, immer, warum kriege ich immer so eine Arsch- und Penis-Dinger hier? Ja, pürierter Impala-Penis. Im wahrsten Sinne des Wortes die Arschkarte gezogen. Okay, warte mal, ich wusste das. Oh mein Gott, oh mein Gott. Weißt du nicht? Vor diesem Wissen. Ich, oh, Digga, ich wusste das doch. Amor. Genau. Auf Italienisch sagt man doch Amore. Och Mann, ey.
deine Wasserflasche ist da, wenn du sie suchst, Philipp. Ich kann nicht mehr. Nee, ihr müsst auch nicht mehr. Ich kann nicht mehr, Peter. Gratulation, ihr habt 6 Sterne. Es ist so voll der Magen. Weißt du, Abo habe ich fertig gemacht jetzt hier, glaube ich. Ihr habt 6 Sterne! Ja! Ja! Uhu! Richtig, wenn ihr noch was essen könnt nachher. Ja! Und es gibt. Ja, nee, also das war gar nicht böse gemeint, aber ihr habt es ziemlich voll. Ja, ich glaube, der Philipp nicht mehr lang. Hier nicht brechen. Das ist eine gute Idee. Das mit Billy bitte rausschneiden, das ist wichtig. Das ja, wir versuchen das. Peter, ja, das mit München rausschneiden. Wir haben es alle nicht gesehen, wir vergessen das alle ganz schnell. So, heute wird wieder keiner rausgewählt, aber die Stimmen zählen ja trotzdem. Wie ist es euch so ergangen nach der heutigen Dschungelprüfung im Magen? Wir waren topfit. Ich kenne den Namen Ulrich jetzt gut. Ulrich? Hast du gebrochen? Ja. Echt? Und du? Ein bisschen. Also wir haben ja heute so ein Orchester gespielt mit unserem Brechen. Oh. Er hat aufgehört, ich habe angefangen, ich habe angefangen, er hat aufgehört. Also furchtbar. Okay, aber jetzt geht's wieder. Aber im Wald. Ja. Okay. Also diszipliniert im Wald natürlich. Diszipliniert im Wald. Gut. Meinst du, es haben viele Leute für dich angerufen, mehr als für die anderen? Ja. Ja? Mhm. Glaubst du? Ja. Und da hast du recht mit. Dankeschön. Hey Manuel, woher weißt du das? Die wenigsten Anrufe haben Erik und Anushka bekommen. Und die Anushka fragt sich jetzt, warum hat sie zu wenig Programm gemacht? Ich bin einfach gerade so überrascht, dass so wenig Leute angerufen haben. Ja, danke. Man muss immer Programm machen. Ne? Leute, das war's mal wieder mit Folge 13. Und ich freue mich wieder auf morgen, wenn ihr fleißig mein Video guckt. Und nicht abonnieren vergessen. Ciao, ciao.